Nehmen wir an, ich habe hier einen Graphen. Hier ist die Y-Achse, hier ist die X-Achse. Ich habe im Moment noch nichts dran stehen und ich möchte hier, von hier bis hier, die Länge ermitteln. Wie gehe ich dabei? Was muss ich da machen? Ganz genau, wir haben ja hier die beiden Koordinatenachsen, die haben wir ja rechtwinklig stehen und demzufolge haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck hier drin. Genau. Und wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Wert, der heißt meinetwegen, boah, ich nenne mal einfach bloß Delta X. Und ich sage hier einen Wert, der heißt Delta Y. Dann gilt Folgendes. Die Länge, sage ich mal hier die Länge dazu. Länge ist gleich und jetzt Delta X plus Delta Y. Aber Achtung, wenn ich den Satz des Pythagoras, wie gerade eben richtig erwähnt, anwenden soll, dann muss ich das quadrieren, das auch. Und nachdem ich die Summe über die Quadrate gebildet habe, dann kann ich da die Wurzel noch draus ziehen. Das wäre Satz des Pythagoras. Gut, das zu ein paar Vorüberlegungen. Die andere Frage, wie komme ich auf Delta X und Delta Y? Beispiel, wir nehmen jetzt ein konkretes Zahlenbeispiel, ich mache das mal in grün. Lass das mal hier 4 Längeneinheiten lang sein und hier 3. Wie kann dann der Graph heißen hier? F von X heißt wie? Ich habe hier Zahlenwerte dran. Was sieht man hier hinten schon mal? Hier an der 3. Y0, ne? Genau. Also plus 3. Aber wie geht das hier vorne weiter? Ich muss ja hier das M ermitteln. Wie ermittle ich das M? Also hier, darum geht es jetzt im Moment. Man sieht es hier, ich gehe 4 nach rechts. Wenn ich das von hier oben mache, ist es deutlicher. Ich gehe 4 nach rechts und gehe dann 3 nach unten. Also habe ich mein M ganz leicht ermittelt. Das nach unten heißt, ich habe hier ein Minus vor dem Anstieg stehen. Und hier steht 3 Viertel, ganz genau. So, passt denn das jetzt hier? Passt denn das zusammen? Wie würde das gehen? Kann ich das einsetzen? Kommt dann auch das eine raus, wenn ich das andere einsetze? Wenn ich 0 einsetze, ist klar, dann wird hier eine 0 draus. Was ist, wenn ich aber eine 4 einsetze? Dann habe ich hier minus 3 Viertel mal 4, das ist minus 3. Oh, da scheint doch was nicht zu gehen. Doch, wenn ich hier eine 4 einsetze für das x, also f von 4, dann habe ich also minus 3 Viertel mal 4 plus 3. Das hier wird minus 3. Ne, hier kürzt sich das. Und minus 3 plus 3 ist 0. Und das stimmt. Denn hier an der Stelle ist der y-Wert 0. Also, so kann man sich rantasten. Das nochmal schnell zur Wiederholung. Und jetzt dieses, warum habe ich Delta geschrieben? Genau, Delta ist die Differenz. Differenz heißt also Unterschied. Und klar, von hier bis hier, von 0 bis 4 ist der Unterschied 4, die Strecke. Genau. Gut, schön. Dann haben wir das schon mal. Jetzt aber zu unserer Aufgabe. Also das war eine Vorüberlegung. Die brauchen wir dann vielleicht mal.